Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir eine Karpatka, einen polnischen Windbeutelkuchen, der mit einer Vanillecreme, mit einem Vanillepudding gefüllt ist. Richtig leckeres Rezept. Wir starten auch gleich und machen zuerst den Pudding, denn der muss auskühlen. 500 Gramm Milch in eine Schüssel rein. 100 Gramm Hello Sweetie dazu oder Kristallzucker. Parallel hier frische Schüssel, 50 Gramm Maisstärke, ein Ei dazu schlagen, eine Vanilleschote dazu, auskratzen und der Milch beigeben, einmal durchrühren. Bei der Stärke gebe ich noch eine Prise Salz bei. Das wird jetzt angemischt. Es kann sein, dass das etwas zu dick wird hier mit einem Ei. Dann nimm dir doch noch etwas Milch aus der Schüssel einfach raus. So ein paar Esslöffel mit dazu, damit man das schön glatt rühren kann. Aufkochen. Die Milch durch ein Sieb zu der Eierstärke-Mischung geben, kräftig durchrühren. Der Pudding fängt schon schön an zu binden. Ich will den aber noch besser abbinden, darum zurück auf den Herd. Merkt man sehr gut, wie der schön abbindet. Hier einmal aufkochen lassen, fertig. In eine frische Schüssel rein, direkt zudecken und kühl stellen. In vielen Rezepten, die ich gesehen habe, wird hier Puddingpulver verwendet. Das habe ich jetzt nicht gemacht, denn im Puddingpulver hat es meistens noch Farbstoff drin. Dann wirkt diese Creme hier gelblicher. Das habe ich jetzt mit einem Ei kompensiert und einfach Maisstärke genommen. Ab in den Kühlschrank damit, dann geht es gleich weiter mit dem Brandteig. Ich mache hier ein klassisches Rezept. Wenn du zu Brandteig oder Butterschuh, wie es die Franzosen sagen, Fragen hast, ich habe da einen Eclair Butterschuh-Kurs in der Backacademy. Da gehen wir alles durch, die Rezeptur splitten wir auf, Rezeptlehre und so weiter. Hier gibt es ein klassisches Rezept, 150 Gramm Milch in den Kochtopf, eine Prise Salz, 15 Gramm Hello Sweetie, 50 Gramm Butter, das Ganze einmal aufkochen, in der Zwischenzeit 100 Gramm Mehl sieben und drei Eier erstmal. Kann auch sein, dass wir vier brauchen, je nachdem wie stark wir das dann abrüsten. Drei Eier in einen Behälter reinschlagen. Wenn das Ganze kocht, sind wir ready to go. Das Mehl dazugeben. Gut darunter rühren, das ist jetzt das Abrüsten. Jedenfalls sagen wir so in der Schweiz dazu. Ich kenne den Ausdruck auf Deutsch gar nicht, aber ich sage Abrüsten. Einfach hier das Ganze auf der Flamme gut durchmischen, das fängt alles an zu binden. Die Stärke verkleistert jetzt das Ganze und es bindet extrem durch. Und danach geben wir hier noch Ei rein. Und weil die Stärke dann die Flüssigkeit nicht mehr alles binden kann, treibt es erstens sehr, sehr hoch auf und zweitens ist das Innen extrem hohl und fluffig. Genau so wollen wir das. Gleiches System macht man auch bei Eclair oder eben bei Schuh. So, das Ganze in die Küchenmaschine plumpsen lassen. Schließen, anfangen zu rühren und hier jetzt erstmal die Hälfte des Eis beigeben. Da wird jetzt der Teig etwas auseinanderfallen, aber gleich wieder zusammenbinden. Dann weiter Ei beigeben. Ich habe alle vier Eier beigegeben, der Teig mischt jetzt hier noch eine, zwei Minuten und traditionell in Polen wird noch etwas Backpulver beigegeben, so einen Teelöffel.
Das mische ich mir jetzt einfach noch etwas darunter. Ist traditionell nicht üblich bei einem Brandteig, Wimbeutel, Eclair, Butterschuh. Hier weicht es ein bisschen ab von der Tradition mit dem Backpulver, aber das wird gemacht, damit die Böden extrem aufgehen und wir so Wellen drin haben. Nach dem Daruntermischen, ausschalten, jetzt füllen wir das Ganze ab. Ich habe mir zwei Backringe bereit gemacht, 20 cm eingestellt und teile mir jetzt den Teig hier auf diese zwei Böden auf. Falls du nur einen Backring hast, kannst du die auch freigeschoben backen. Dann würde ich dir empfehlen, das Ganze auf 18 cm einzustellen, denn es läuft noch etwas in die Breite. Dann hier verteilen. Einfach so rausdrücken mit der Teigkarte. Egal, ob es dicke und dünne Stellen hat, ziemlich unregelmäßig verteilen. Auf ein Backblech und ab in den Ofen, 190 Grad Heißluft. Du kannst hier natürlich auch Ober-Unterhitze backen. Was ich jetzt mache, noch ein bisschen Dampf, Wasser aufgießen. Nicht allzu viel, aber dass ein bisschen Feuchtigkeit im Ofen ist. Und das Ganze backen. Nach einer Backzeit von 30 Minuten sind die Böden schön gebacken. Halte die Temperatur etwas im Auge, ansonsten etwas zurückstellen. Nicht zu früh den Ofen öffnen, weil sonst fallen die Böden zusammen. Aber guck mal, ja, da haben wir eine schöne Wellenbewegung drin. Genauso muss das etwa aussehen. Die lasse ich mir auskühlen und dann wird das Teil gefüllt. Füllung ist ausgekühlt, die Böden sind auch ready. Was ich hier noch habe, sind 200 Gramm weiche Butter, also frühzeitig zum Kühlschrank rausnehmen. Die Creme wird jetzt aufgeschlagen. Im Anschluss die 200 Gramm Butter nach und nach beigeben. Ich mache das in dreimal, dann immer wieder schön darunter ziehen, aufschlagen. Die muss wirklich schön weich sein, weil sonst bekommst du hier sehr schnell Klumpen. Ansonsten kannst du die Butter auch separat aufschlagen und dann beides verbinden. Das Ganze zu einer schön luftigen Buttercreme aufschlagen. Als nächstes Tortenrandfolie, den Ring wieder darüber stülpen. Und hier drücke ich beim Boden noch etwas runter. Da brauche ich nicht so extreme Wellen. Füllung reinhauen. Wunderbare Konsistenz. Deckel oben drauf. Richtig schön andrücken, damit sich die Füllung noch schön verteilt. Perfekt. Wenn ich eine Randfolie drin habe, kann ich hier eigentlich das Ganze schon entfernen. Aber ich kühle es jetzt trotzdem noch etwas durch, damit die Creme wieder schön fest wird. Ja, nochmal ein bisschen durchkühlen, 2 Stunden in den Kühlschrank. Nach dem Durchkühlen Streifen entfernen, mit Puderzucker dekorieren. Schneiden wir ein Stück raus und so muss das aussehen, so ganz unregelmäßig, diese Wellen müssen drin sein, der Boden ist schön aufgegangen, richtig toll sieht's aus. Stechen wir rein. Creme, Teig. Je länger dieser Kuchen steht oder diese Torte, desto mehr gibt es einen Feuchtigkeitsaustausch und die Böden werden dann immer weicher, das ist hier gewollt. Die hätte ich jetzt vielleicht noch eine Stunde durchziehen lassen können, dann wäre das hier perfekt und oben wäre schön weich. Hier nochmal ein Nachschlag für mich. Eigentlich was komplett Einfaches, leckere Torte, aromatisch,
Die Vanille, finde ich, passt hier natürlich hervorragend rein. Was willst du als nächstes von mir sehen? Schreib es in die Kommentare und natürlich Glocke aktivieren, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel.